Moin Leute, da sind wir schon wieder. Einen herzlichen Gruß von der Skala hier in Kotka, Finnland. Ja, leider ist es wieder mal nicht so ganz gelaufen, wie es gestern geplant war. Ursprünglich hieß es ja mal, dass wir gegen 14 Uhr auslaufen oder 15 Uhr. Dann waren wir irgendwann mal bei, ja, irgendwie so 20, 21 Uhr und jetzt sind wir bei deutscher Zeit 17.15 Uhr. Ja, ist insofern schade, weil nachher natürlich, wenn wir dann ein bisschen aufs, aufs Meer rauskommen, natürlich das Licht weg ist, aber zumindest hier im Hafen haben wir ja noch ein bisschen Beleuchtung. Wir haben noch ein bisschen Zeit und bis es losgeht, dachte ich mir, zeige ich euch noch so ein bisschen Hafenimpressionen. Hinter uns hat heute Morgen die Express Agility angelegt und wer die Streams bisher aufmerksam verfolgt hat, der weiß, dass die noch im Kielkanal, also im Nord-Ostsee-Kanal, direkt hinter uns war. Und das Anlegemanöver heute Morgen war ganz interessant, denn die Express Agility hat das ohne Schlepper gemacht. Und da hat man dann auch wirklich gesehen, wozu der Schlepper gut ist. Die brauchte nämlich tatsächlich zwei Anläufe. Und ja, wenn sich das Eis halt zwischen Pier und Schiff sammelt, hat man halt kaum eine Chance, da ranzukommen. Und die mussten da schon so ein bisschen werkeln und machen und tun und ein bisschen vor und zurück, um dann halt wirklich an die Pier ranzukommen. Also das hat dann auch tatsächlich ein bisschen gedauert. Die Express Agility ist übrigens baugleich mit der Skala. Das habe ich auch erst heute rausgefunden. Und ich hatte ja damals oder vor ein paar Tagen schon im Kanal gesagt, dass mir diese Bauform eigentlich sehr gut gefällt, ohne damals zu wissen, dass es eigentlich die von der Skala ist. Aber es ist schon krass, was das für einen Unterschied ausmacht, wenn ja, ein Schiff einfach schwarz vorne am Bug lackiert ist. Ich zoome mal ein bisschen rein. Bei dem Zoom ist es leider nicht so leicht, die Kamera ruhig zu halten, aber mal gucken, ob wir da vielleicht noch so ein bisschen Ladeoperation mit reinbekommen. Ja, hier funktioniert alles mit diesen sogenannten Van Carriern, das heißt diese hochbeinigen Fahrzeuge. Ich glaube, die können bis zu 4 Container hochstapeln. Ja, aber jetzt kommt erstmal der Spreader von der Gantry. Da seht ihr, endlich weiß ich auch, dass die Flipper heißen. Diese Führungen, die ausklappen, das ist einfach, damit es einfacher für den Kranführer ist, den Spreader zu positionieren. Sobald die Twistlocks dann, beziehungsweise Twistlocks sind es ja nicht, aber es ist ein ähnlicher Verschluss. Und wenn der in den Ecken des Containers verschwunden ist, dann gehen diese sogenannten Flipper wieder nach oben und dann kann der Container an Bord gehoben werden. Und da sieht man, die haben gerade die Ladeluke offen, also der wird da wahrscheinlich jetzt irgendwo unten drin verschwinden. Ganz süß auch, hier an der Pier wird viel Fahrrad gefahren. Also vorhin habe ich leider vergessen, ein Foto zu machen. Also da kamen hier wirklich so 5 oder 6 Hafenarbeiter in einer Kombo alle zusammen auf dem Fahrrad hier entlang. Das sah also wirklich schon echt klasse aus. Ich finde es ja klasse, dass ihr alle schon wieder dabei seid und dass ihr das Ganze auch so verfolgt. Also ich bin wirklich total gerührt, Tanja auch. Also wir haben heute noch telefoniert und wir sind wirklich wahnsinnig begeistert, wie ihr das Ganze hier aufnehmt und mitverfolgt. Also das hat ja schon fast was von so einer Reality-Soap, das Ganze. Ich erlaube mir mal kurz, euch abzustellen, denn ich möchte mir Handschuhe anziehen und dann können wir hier draußen noch ein bisschen rumlaufen und vielleicht noch die ein oder andere Impression mitnehmen. Aber es ist
doch ein klein bisschen frischer geworden. Und bevor mir gleich die Hände hier abfallen, ziehen wir lieber mal ein paar Handschuhe an. So. Ja, wir schauen mal zur Steuerbordseite. Nase läuft auch wieder, also darauf ist definitiv Verlass. Und hier sehen wir alles voll mit Eis. Alles voll mit Eis. Aber hier ist das Eis deutlich kleiner. Liegt wahrscheinlich einfach daran, weil hier halt viel durchgerührt wird. Also durch die anlegenden und ablegenden Schiffe. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt bei den Temperaturen sich noch so viel Eis nachbildet. Wir haben so um die 0 Grad. Nachts vielleicht minus 2. Ich nehme mal an, dass sich gar nicht mehr so viel Neueis bildet. Vor ein paar Wochen hatten die hier, glaube ich, in Finnland ja, also ich meine, irgendwas von minus 30 Grad oder so gelesen zu haben. Ich weiß gar nicht, ob das hier in Kotka auch war, aber ja, damit halt so ein Meer wie zum Beispiel die Ostsee zufriert, da reicht das ja auch nicht, dass man einfach mal 3 Tage minus 5 Grad hat. Also da muss ja schon ein bisschen mehr passieren. Ja, das ist alles Fischeis. Das bringe ich dann einfach kiloweise dem Mike mit. Oder wie Ruven meint, Crushed Eis. So, dann gehen wir doch einfach mal die heißgeliebte Treppe nach unten und gucken uns einfach noch so ein bisschen an Deck um, bevor das hier losgeht. Also hier hat auch wirklich kurz bevor es losgeht jeder die Ruhe weg. Es ist überhaupt noch niemand auf der Brücke. Und da sind sie wieder. Komm, jetzt zählen wir mal. Heute, jetzt haben wir Zeit zu zählen. Ich fange hier mal an. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, okay. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. So, und es geht natürlich noch ein Deck runter. Irgendwie ist das alles durch 7 teilbar hier. Wahrscheinlich sind das nochmal 14 Stufen. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Stufen. So, haben wir das auch endlich geklärt. Ja, da liegt die Agility Express und wir können ja einfach nochmal hier so einen kleinen Rundgang machen. Wir kennen das ja alle schon, aber nun, irgendwie müssen wir ja die Zeit ein klein bisschen überbrücken, bis es dann gleich losgeht. Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es irgendwie eine Stunde eher losgeht, aber so ist das halt in der Seefahrt. Genauso wie wir Pech mit dem Licht hatten, hatten wir aber, glaube ich, auch schon oft genug großes Glück auf dieser Tour. Bin ich mal gespannt, ob der Stream hält, wenn ich hier auf dieser Seite entlang gehe. Wir waren auch heute schon fleißig. Heute Morgen habe ich mit Igor das Video aufgenommen, wo er uns erklärt hat, wie denn Container befestigt werden, also das ganze Laschen und die Twistlocks. Mit André habe ich heute Mittag schon das
Video aufgenommen, wo er einen ganzen Haufen Fragen beantwortet, die ihr alle eingereicht habt. Also insofern, ja, war ich nicht so ganz untätig. Ist krass, wenn man hier auf die Seite kommt, wie ruhig das plötzlich ist. Totenstille. Ja, nicht ganz Toten. Irgendwas mit Möwen höre ich hier auch. Ihr seid schon wieder ganz kräftig am Spenden und Mitgliedschaften verschenken. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich echt spitzenmäßig. Bin sowieso total begeistert. Also anscheinend trifft ja diese Reiseform, Frachtschiffreise, doch irgendwo einen Nerv. Und ich muss euch sagen, hier, wie sagt man so schön, entschleunigt man ordentlich. Also hier ist wirklich entschleunigen Programm, denn zum Beispiel tagsüber, heute, ja, ich habe zwar zwei Videos aufgenommen und dann auch das eine schon geschnitten, aber trotzdem bleibt irgendwie unheimlich viel Zeit. Also wenn ihr sowas macht, so eine Frachtschiffreise, nehmt euch irgendwie Beschäftigung mit. Das ist ideal, um ein Buch zu lesen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier gleich alleine ablegen oder ob wir wieder einen Schlepper bekommen. Ja, ich gehe mal hier nach hier vorne. Da war ja das Netz immer ein bisschen wackelig, aber wir sind ja experimentierfreudig. Ja, und eins kann ich euch sagen, ich bin ja zuvor immer auf Schiffen gefahren, die mindestens 336 Meter lang waren, teilweise auch noch länger. Und das Angenehme an diesem Schiff hier ist, also mal gerade eben von vorne nach hinten laufen, das kann man echt so aus dem Ärmel schütteln. Vor allem, wenn ihr dann zum Beispiel mit Fotoequipment unterwegs seid und ihr irgendwas vergessen habt. Passiert mir ja ständig, dass ich auf der Kammer irgendetwas liegen gelassen habe. Und ja, zum Beispiel auf der Valparaiso Express oder Chicago Express, da habe ich echt fünfmal überlegt, ob ich wirklich alles dabei habe. Aber hier, easy, die 150 Meter, das ist ja nix. Ja, hier sind wir übrigens bei der Ankerkette. Haben wir ja auch alles schon mal gezeigt, aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere neu dazugekommen, der jetzt erst hier eingeschaltet hat, der das noch nicht gesehen hat. Also das hier ist die vordere Manöverstation, Ankerkette, und hier sind auch die Leinen festgemacht. Ach, wir können ja mal, komme ich da jetzt hin? Ich gucke mal, einmal vorne am Bug runter gucken. Meine Lieblingsansicht. Gucken, ob wir da was sehen. Leider wird das wahrscheinlich nachher während der Fahrt zu dunkel sein. Also das war gestern natürlich wirklich Endstufe. Aber wir können mal runter gucken. Vielleicht sehen wir hier was. Ja, da ist unser Wulstbug schön auf Eis gebettet. Ach, schade, dass das nachher zu dunkel sein wird. Das hätte ich euch so gerne nochmal gezeigt. Das ist einfach zu toll, wenn der durch das Wasser flügt. Also das sind richtig tolle Bilder. Ist auch wieder so eine Algorithmusgeschichte, die kein Mensch versteht. Weißt du, da machst du so ein Video, wie wir mit diesem Wulstbug durch das Eis fahren, lädst das hoch und keiner klickt es an.
das am schlechtesten geklickte Video seit Wochen, obwohl ich der Meinung bin, dass es die schönsten Bilder sind. Ein Hoch auf die Algorithmen, die keiner versteht. Aber egal. Ich habe irgendwann beschlossen, mein Leben nicht nach irgendwelchen Algorithmen auszurichten. Ja, von hier können wir ja vielleicht noch mal einen kleinen Blick aufs Terminal werfen. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, die Van Carrier, meiner Meinung nach, können die 4 Container übereinander stapeln. Oder sind es nur 3? Also da, wo der jetzt ist, da ist er jetzt auf der dritten Lage. Ich meine, er müsste 4 schaffen. Da hinten ist so ein Lager, da stehen 6 übereinander, das wird der Van Carrier nicht schaffen. Da kommen dann, da weiß ich gar nicht, was die da haben, ob die das mit den Reach-Stackern machen. Ich weiß gar nicht, ob die so hochkommen. Okay, dann gehen wir mal wieder nach hinten. Und dann habe ich auch mittlerweile die 50. Decksrunde gedreht. 150 Meter nach vorne, 50 Meter nach, 150 nach hinten. Noch ein bisschen quer. Sagen wir mal irgendwie so 320, 330 Meter. Also wer das nicht gesehen hat gestern, diese Fahrt durch Eis, das ist wirklich so ein Stream, wo ich sage, da klickt noch mal rein. Müsste so alles innerhalb der ersten Stunde gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob der Lotse da mit dem Auto kommt. Ah, da sind auch die Jungs an der Gangway. Das sieht nach dem Lotsen aus. Und danach wird wahrscheinlich auch die Gangway eingeholt. Hier sind unsere Jungs, die Crew. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Die tun zumindest so, als ob sie sich freuen, wenn ich komme. Dancing, hey! Hey everybody, are you okay? Zusammen zu sein. Sehr. Die haben halt einfach immer so eine extrem positive Grundstimmung. Ja, das wird der Lotse sein und ich spüre auch an der Vibration, dass die Maschine angeht. Wir werden wahrscheinlich wir werden hier rückwärts rausfahren. Ich habe geplant, mir das von hier unten anzuschauen. So ein bisschen auf Eisnähe. Hi, sir.
Hello? Sir, my name is Patrick. We are filming a little bit for YouTube. Is that okay for you? Yeah. Yeah? Okay, thank you very much. So, Gangway wird eingeholt. Haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Hier gibt es ja immer so ein Fangnetz. Immer wieder was Neues. Gangway hatten wir noch nicht. An die Gangway wird immer so ein Fangnetz getüdelt, damit da keiner runterfällt. Vor ein paar Jahren ist das sogar in Hamburg mal passiert, dass da jemand durch die Gangway gerutscht ist. Ich wollte gestern Abend noch Karaoke singen, aber die Jungs hatten einfach keine Lust. Ich habe es probiert. Es lag nicht an mir. Kommt auch das Deck über uns. Tür zu. All doors in flight. Yes, sir. Ready for departure? Wieder kleine Details, die wir im Stream noch nicht gesehen haben. Es geht auch teilweise immer so schnell, man kann halt einfach auch nicht überall sein. Ja, und sie kommt jetzt auf das Deck über uns. Malte Fotografie ist auch wieder da. Moin Malte. Malte oder auch Fotografie, auch ein Fotograf, aber auch Kanalsteuerer. Und ja, das haben wir ja mittlerweile kennengelernt. Ein sehr interessanter Beruf. Das ist im Nord-Ostsee-Kanal oder auch Kiel-Kanal eigens Steuerleute gibt, Rudergänger, genannt Kanalsteuerer, die halt da das Ruder übernehmen, neben dem Lotsen und dann ja, da das Schiff steuern. Maschine läuft und mal anfangen hier ein bisschen frei zu kratzen.
die Jungs jetzt alle hin? Die müssen doch die Leinen gleich losmachen. Wer ruft denn da? Immer dieser Krach. Ja, Sabrina, wie kommen wir hier raus? Das ist eigentlich eine gute Frage, aber ich würde mal sagen, einfach mit Schmackes. Also einfach mit purer Gewalt. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt einen Schlepper bekommen, aber kann mich natürlich auch irren. Seite passiert nichts. Aber klar, wir sind ja auch auf der anderen Seite fest, aber ich möchte das schon ganz gerne sehen, wie wir hier rückwärts rausfahren. Das interessiert mich schon. Also gerade weil wir ja auch am Heck dann nichts haben, was das Eis ja wie der Bug vorne zur Seite drücken kann. Denn die Jungs alle? Keiner da? Muss ich jetzt die Leinen losmachen, oder? Ich sehe auch noch keinen Linesman hier. Kein Linesman, keine Crew. Hallo, Leute. Mir sagt ja auch immer keiner, was los ist. Schöne Geräusche. Ah, da sind die Jungs ja. Wahrscheinlich haben die schnell noch mal was gefuttert. So. Los geht's. Ready? Es werden nicht alle gebraucht. Da ist John, ein zweiter Offizier. Ah, da kommen auch die Linesmen. Schon die Leinen losgeschmissen. Ich würde ja mithelfen, aber ich habe euch in der Hand. Ah, da ist wieder dieses schöne Geräusch von den Winden.
Die Springline noch losgemacht, ja, und dann geht das auch schon rund, würde ich sagen. Oh, ich sehe, Lesjan ist auch da. Da es nicht viele mit dem Namen Lesjan gibt, gehe ich mal davon aus, dass Lesjan der Azubi von Fairplay ist, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Liebe Grüße! Ja, und ich bin gespannt. Also das Ruder liegt auf jeden Fall Richtung Backbord, denke ich mal, denn jetzt geht das Schraubenwasser komplett in Richtung Keimauer. Ja, und wir drücken uns schon weg von der Pier. Leute, es geht los! Es geht schon wieder los! Hier werden Leinen sortiert. Sie das gehört. Nächster Stopp: Schleuse Kiel-Holtenau, Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal. Einfach toll. Ist natürlich klar,
dass das ordentlich alles verstaut werden muss, damit die Leinen beim nächsten Manöver auch flutschen und sich nicht irgendwo verhaken. Boah, diese Geräusche. Digga. Wir sind in der Rückwärtsbewegung. Ich will mal gucken, ob ich nicht doch noch mal vorne zum Bug gehe. Eventuell haben wir noch ein bisschen Restlicht. Da haben wir zwar eine Rückwärtsbewegung. Oh. Zeit fürs Handy. Ich sehe übrigens immer wieder, dass einige von euch Ankunftszeiten aus dem Vessel Finder oder Marine Traffic nehmen. Vergesst die einfach. Die haben nichts mit der Realität zu tun. Das sind hochgerechnete Zeiten. Also am besten ist es, auf die Fahrpläne zu schauen. Wahnsinn, was hier schon wieder im Chat los ist. Sensationell. Ach, Leute. Aber ich kann euch ein Stück weit verstehen. Also ich finde es selber total faszinierend, mir das alles anzugucken. Das Schöne ist, ihr könnt euch hier frei bewegen auf so einer Reise. Also ich meine, wo hat man das? Also sich frei auf dem Schiff bewegen, überall hingehen, wo man sonst eigentlich keinen Zutritt hat, sich alles angucken. Ich meine, das ist doch so spannend. Vor allem, man schnappt auch noch ein bisschen was über Seefahrt auf. Oh, das Bugschrallruder macht gerade richtig Rabatz. Fahrt rückwärts durch Eis. Andre nimmt Anlauf. Ich glaube, der nimmt wirklich richtig Anlauf, damit er halt durch das Eis kommt und er müsste auch noch drehen. Stehen, da habe ich Diplom mit Auszeichnung. Aber die sind alle so freundlich und schieben mich einfach zur Seite.
wahnsinnig viel. Da ist die Express Agility. Gehen wir nochmal nach hinten. Ja, geht flott, oder? Guck mal, da ist schon die Hafenausfahrt. Also ich denke, das wird jetzt wirklich eine flotte Drehung. Wahrscheinlich schon. Bisschen schade. Stunde eher auslaufen und wir hätten gleich noch mehr Licht gehabt, wenn wir durchs Eis fahren. Naja, es ist, wie es ist. Ja, das Problem ist natürlich mit der Dunkelheit, sobald wir jetzt von der Hafenanlage, also vom Terminal weg sind, haben wir natürlich auch keine künstliche Beleuchtung mehr. Und das geht jetzt ratzfatz, also ich denke mal in einer Viertelstunde ist hier zappenduster. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ein paar ganz schöne Bilder bekommen. So, und da sehen wir sind schon in der Drehung. Morgen werden wir den ganzen Tag auf See sein. Das heißt, morgen wird es auch ja, höchstwahrscheinlich keinen Stream geben, da das einfach netztechnisch nicht drin ist. Aber ich habe euch ja ein bisschen was hochgeladen, was ihr so gucken könnt. Mal eine Etage höher. Ja, hier haben wir schon wieder Eisschollen, die ein bisschen amtlicher sind. Weitwinkelkamera ist leider bei Dunkelheit nicht so gut. Ja, guck mal, wie schnell das ging. Da hinten liegt die Express Agility und davor lagen wir. Das heißt, wir sind hier also wirklich mit Schmackes rückwärts raus. Und jetzt sind wir schon in der Vorwärtsbewegung. Also geht los.
Ab nach Hause. Also sollte ich unterwegs mal ja zufällig für eine etwas längere Zeit ein brauchbares Netz haben, könnte es sein, dass ich mal so ganz spontan online gehe. Aber das ist dann wirklich spontan, also das ist dann wirklich so Netz haben, anschmeißen und los geht's. Nilsi schickt noch eine Kiezmische auf die Reise. Vielen, vielen Dank, die hätte ich jetzt wirklich gerne. Habe weder Kiezmische noch Bier hier an Bord getrunken. Ab nach oben. Also das hier mit dem Eis, das hat mir richtig gut gefallen. Muss ich sagen, also gestern, das war schon wirklich sehr beeindruckend. Vielleicht haben wir ja noch so eine Viertelstunde, blaue Stunde. Tschüss, Kotka! Und man sieht nichts mehr davon, wo wir durchgefahren sind. Also das Eis zieht sich auch immer ganz schnell wieder zusammen. Mike, ich werde André mal fragen. Der weiß bestimmt nicht, wie viele Stufen das sind. Aber hier können wir noch mal aufs Terminal blicken. Ja, und hier direkt so an der Mauer sieht man auch, dass das Eis da ziemlich dicht ist. Also da ist schon länger keiner mehr lang gefahren. Also laut aktuellem Fahrplan sieht es so aus, dass wir übermorgen gegen 17 Uhr Schleuse Kiel-Holtenau sind oder sein sollen. Alle, die das Ganze hier schon ein paar Tage verfolgen, die wissen, dass alle Uhrzeiten maximal grobe Empfehlungen sind. Aber ich hoffe, dass sich das ausgeht und dass wir dann schon mit der Anfahrt zur Schleuse, also auch vorher starten können, dass da dann schon Netz ist, ein bisschen Kieler Förde, also dass ich da schon entsprechend vorher starten kann. Ich hoffe mal, das bleibt dabei, so dass wir da noch ein bisschen Tageslicht haben. Oh, die, man sieht das kaum, aber hier die Tonnen, die sind richtig eingefroren. Oh, das sieht echt cool aus. Ja, und alle Uhrzeiten, die ich euch immer gegeben habe, sind übrigens die deutschen Zeiten. Wir haben auch hier in Kotka die Schiffsuhr nicht umgestellt. Hier in Finnland sind wir ja eine Stunde weiter. Aber für so einen Stopp lohnt sich das nicht. Das Einzige, was man immer beachten muss und wo man immer ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, wenn man
ja, irgendwie Handys, Computer und ähnliches hat, mit einer automatischen Zeitzonenerkennung. Die stellen sich dann von alleine um. Und meine Herausforderung gerade gestern war, dann auch den Stream so einzurichten, dass das dann zeitlich passt. Aber auf jeden Fall, Plan wäre dann übermorgen irgendwann so, ja, 15, 16 Uhr mit dem Anlauf auf Kiel-Holtenau zu starten. Für alle, die später dazu gekommen sind, auch gerne nochmal der Hinweis, wir haben ja so einen WhatsApp-Kanal, da haue ich immer eine WhatsApp raus, so 10, 15 Minuten, bevor ich live gehe. Und der Link dazu, den findet ihr unter der Videobeschreibung. Das ist auf jeden Fall so das beste Mittel, falls man informiert werden möchte, wenn wir live gehen. Denn für mich ist das auch immer schwer, wenn ich einen Stream anlege, muss ich halt einfach eine Uhrzeit angeben. Und das Problem ist, dass viele von euch sich dann auf diese Uhrzeit verlassen. Das ist halt etwas trügerisch, ich kann es aber leider nicht ändern. Vielen, vielen Dank. Ihr seid schon wieder fleißig am Spenden und Mitgliedschaften abschließen und verschenken. Es ist wirklich sensationell. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Denn für mich ist das Ganze auch irgendwie so ein bisschen ein wahr gewordener Traum, ein gelebter Traum, mit diesem ganzen Thema Seefahrt auch etwas zu machen, was mittlerweile halt ja auch ein Projekt ist, was auch schon ja teilweise ein kleines Standbein bei uns geworden ist. Und das freut mich natürlich extrem, dass das bei euch auch so gut ankommt, also wirklich. Und ich hoffe, man merkt das auch. In Hamburghafen live, da steckt wirklich unser ganzes Herz und unsere ganze Seele momentan drin. Also mehr geht im Moment nicht. Ja, also ich glaube, nach vorne rauszugucken macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Da ist Igor. Schreibt mal wieder Logbuch oder nee, ist irgendwas anderes, was er da gerade schreibt. Aber wir können ja trotzdem noch einen Moment draufbleiben. Ich glaube, bildtechnisch werde ich euch jetzt nicht mehr so viel liefern können, denn jetzt fahren wir halt in die Dunkelheit. Aber ich glaube, so ein Moment hier mit dem Kielwasser, das ist vielleicht doch noch ganz schön. Aber vielleicht, auch wenn es dunkel ist, ich weiß nicht, wir können ja mal versuchen, ob wir noch draufbleiben und auf jeden Fall noch noch mitbekommen, wenn der Lotse abgeholt wird, weil dann haben wir ja wieder ein bisschen Licht. Das heißt zwar, dass wir gleich zwischendurch mal ein bisschen Dunkelheit haben,
aber dann bekommen wir ja wieder Licht. So, ich gehe mal rein. Wieder drin. So, André, alles nach Plan gelaufen? Alles nach Plan. Oder? War doch ein 1A-Manöver mit Schmackes raus. Ja, so wie angekündigt. Oder? Ja. Ach, guck mal, wir haben noch ein bisschen Licht vorne an. Oh, das ist natürlich auch toll. Hat das jetzt noch irgendeinen Vorteil für die Sicht, dass das Licht an ist, oder machst ja, du das genau, eh gleich das aus? Das haben wir jetzt angemacht, wegen, damit man ungefähr sehen kann, wo wir landen müssen. Ah, und weil, ja gut, der Schnee oder das Eis reflektiert ja noch so ein bisschen. Genau. Ah, das ist für uns natürlich super. Klasse. Dann lass mich mal kurz meine Jacke ausziehen. Das ist ja sensationell. Da können wir ja zumindest, wenn das Netz ein bisschen mitspielt, noch etwas gucken. So. Ja, dann kann ich jetzt vielleicht auch mal noch ein bisschen in den Chat gucken. Ja, ihr wisst das von den letzten Tagen, dass das nicht so einfach ist, den Chat zu verfolgen, wenn man filmt. Aber eure persönliche Betreuerin Tanja ist ja da. Peter Mustermann ist jetzt auch bei uns auf dem Kanal. Herzlich willkommen, Peter. So. Ich schaue noch mal, ob wir hier irgendwas an Fragen noch haben. Ja, ihr schreit schon, lasst den Stream einfach so lange laufen, wie das Netz hält. Ja, aber ich meine, wenn wir so Licht nach vorne haben, ist das ja auch ganz schön. Dann sieht man ja auch ein bisschen was. Ihr, sag mal, ihr wollt doch nicht wirklich, dass ich André jetzt diese Frage stelle, oder? Es ist mir peinlich. Maxim fragt, ob ich mich auf Hamburg freue oder ob ich lieber länger bleiben würde. Ja, ich sag mal so, beides. Also natürlich freue ich mich, nach Hause zu kommen. Ich freue mich auf Hamburg, auf meine Frau, auf meine Hunde. Aber ich finde es natürlich auch total schön, hier an Bord zu sein. Und na, gucken wir mal. Schauen wir mal, wann die nächste Reise ansteht. Demnächst werden es erstmal wieder ein paar schöne Chipspotting-Streams von Land aus sein. Ja gut, dann stellen wir André jetzt die Frage. Ich hoffe, das ist nicht. André, ich soll dich fragen, ob du weißt, wie viele Stufen das sind, von unten bis hier oben. Nee, habe ich noch nie getan. Weiß er nicht, ne? Ja, wir haben es nämlich getan. 84. 84? Ja, also falls dich mal irgend so ein nerviger YouTuber fragen sollte, kannst du demnächst einfach sagen, 84. Draußen oder drin? Oder draußen. So? Okay. Draußen. Ne, 84 Stufen waren es, nicht 64. Afterwards, we are going to Bremerhaven. Also, both terminals.
Ping Mac, vielen, vielen Dank. Ja, wir haben auch schon wieder 15 Knoten drauf. Ja, super interessant übrigens immer, wie ihr das alles verfolgt, also wie viel Tiefgang wir haben und so weiter. Und ihr spekuliert auch immer, wie viel geladen wurde. Ich hatte vorhin André darauf angesprochen, ich sagte, Mensch, die haben uns aber gar nicht so viele Kisten draufgepackt in Kotka. Dann sagte André, ja, nee, täuscht. Die sind halt einfach etwas schwerer. Also wir haben halt ordentlich Ladung, gewichtsmäßig, aber Anzahl an Container verhältnismäßig gering. Und deshalb können wir jetzt natürlich hier auch so schön gucken. Also gestern zum Beispiel war noch eine Lage über diesem Yangming-Container und dann quasi hier oben alles voll. Das ist alles runter. Jetzt sind wir neu beladen und haben mehr Tiefgang als gestern, als wir reingekommen sind. Und Hartmut hat auch mal was per PayPal raus. Hartmut, vielen, vielen Dank. Then for how many weeks you are on board? Usually 3 weeks. 3 weeks. Yeah. So you join in Cherbourg. Okay. And all rotation. We did first Rotterdam, Frankstown, on board Rotterdam, and back Cherbourg. Uh-huh. But then it is like deep sea pilotage, or is it just as a captain? Yeah, both kind of deep sea pilot. Okay. But we have also other tasks. So depends if it's Costco, it's more or other captain. Yeah. Rufen die Frage, wie weit es nach Helsinki ist. Die könnt ihr wahrscheinlich besser beantworten als ich. Denn ihr könnt einfach mal auf der Karte gucken und eventuell nachmessen. Nico schlägt vor, mal eine Tour mit einem Binnenfrachtschiff zu machen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Christina möchte wissen, was der orangene Leuchtring an der Decke ist. Das ist das Ruder. Da seht ihr die Ruderlage. Elke haut auch noch mal einen raus. Piccolo für Tanja für die Wartezeit. Vielen, vielen Dank, Elke. Jürgen bedankt sich auch noch mal. Jürgen, der Dank geht natürlich zurück. Maxim möchte noch mal wissen, wie lange André an Bord ist. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das Bremerhaven, wo er wieder aussteigt. Dr. O. fordert 20 Container voll Eis für Bars St. Pauli, das wiegt. Voll Eis für Bars auf St. Ja, whatever. Und die Old Gamer, hau doch nochmal 5 Euro raus. Ahoi aus Ahrensburg, vielen, vielen Dank. Jürgen möchte wissen, wie viel
Liter Hubraum die Maschine hat. Ja, das muss ich den Chief fragen. Irgendwie morgen, wenn ich den nochmal erwische. Und Tour of Mine hat rausgefunden, Helsinki etwa 100 Seemeilen. Postbüdel sagt 60 Seemeilen. Ja, dann habt ihr wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, habt ihr unterschiedliche Routen wahrscheinlich gemessen. Nehme ich mal an. Ja, Christina, warum man die auch noch an die Decke baut, also die ist halt einfach überall. Ich nehme mal an, dass das ist ja einfach eine alternative Anzeige und die sieht man halt wirklich von überall. Ansonsten haben wir hier Ruderlager auch direkt vor unserer Nase, ne? Also auch hier, da haben wir auch die Ruderanzeige. Was haben wir denn noch? Oh, Dr. O haut noch einen raus und er gibt bekannt, 20.000 sind gefallen. Also 20.000 Abonnenten jetzt. Ja, das freut uns natürlich. Also da auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank. Ich glaube, 20.000 ist schon wirklich ein Pfund. Und dieser Dank geht natürlich an euch raus. Also da, ja, das feiern wir doch mal. Ich finde, 20.000 können wir mal ein bisschen feiern. Ina möchte wissen, ob ich von den Streams einen Film zusammenschneide. Nein, das werde ich nicht machen. Das Konzept von diesem Kanal ist halt, alles live zu zeigen, live zu streamen, live dabei zu sein. Und hätte ich auch anders filmen müssen. Also das habe ich ja gemacht auf der Chicago Express. Diesmal machen wir halt alles live. Und Hessen Metro haut auch nochmal einen raus per PayPal. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und Nico schreibt, danke fürs Mitnehmen, mach Lust auf mehr. Ja, ich habe da auch einfach Bock drauf. Ne? Das ist, ich kann das gar nicht sagen, aber natürlich ist das hier zu streamen und so, ist natürlich auch, ich will nicht sagen anstrengend, aber das ist natürlich auch eine Beschäftigung. Ja, man tut was, man macht was, aber irgendwie ist das, also ich weiß nicht, also es fühlt sich trotzdem irgendwie an, wie Urlaub, den ich mit euch teile. Ganz komisch. Also es ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Also es fühlt sich definitiv nicht irgendwie an wie Arbeit. So, Kai schreibt noch ein Käffchen. Ja, ein Käffchen könnte ich mir gleich tatsächlich mal gönnen. Und Julchen ist schon seit 10 Monaten Mitglied. Julchen, vielen Dank. Ich glaube, Julchen05 ist auch schon seit fast Anfang an dabei. Also der Kanal, der ist zwar schon etwas über ein Jahr alt, aber das ganze Thema mit den Mitgliedschaften und so, das ging ja erst später. Da braucht man immer erst so eine gewisse Mindestzahl und so weiter. Jens Peter, vielen, vielen Dank. Auch nochmal Glückwunsch zu den 20.000. Und Micha, Gruß an Bord als Heeresflieger. Vielen, vielen Dank, Micha. Und der Postbüdel haut auch noch mal einen raus. Auch noch mal herzlichen Glückwunsch zu den 20.000, auf zu den 100.000. Ja, ach Mensch, klasse, wie ihr das feiert. Ja, ich habe das gestern schon mal gesagt. Also ich finde ja, natürlich ist sowas wie Abos und Likes, das sind natürlich Zahlen, auf die ich auch gucke, und das sind halt auch Gradmesser, die sind auch nicht unwichtig, aber ich finde halt immer, die sollten irgendwie von alleine kommen. Also ich sage mal, man soll einfach einen guten Job machen, soll halt einfach zusehen, dass man das macht, wo man Bock drauf hat, dass man gute Inhalte liefert, und dann kommen hoffentlich auch Abos und Likes von alleine.
Und da freue ich mich natürlich wahnsinnig drüber, dass sich mittlerweile hier einfach so viele Leute eingefunden haben. Und ich sage das immer, für mich ist eigentlich der wichtigere Gradmesser, dass immer so viele von euch zuschauen und halt auch so viele so lange. Also wir haben wirklich eine verhältnismäßig hohe Verbleibedauer. Und die ist also über die Streams, die ist immer weit über 20 Minuten und das ist halt für YouTube ist das schon echt lang. Also selbst wenn man die ganzen Nachgucker dazu nimmt, werden also die meisten Streams 20, 25 Minuten im Durchschnitt geguckt. Und ich finde mal, das ist so eine Zahl, wo ich sage, boah, wenn sich jemand so viel Zeit für einen nimmt, das ist echt ein großes Lob. Rainer, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Und Christoph hat auch nochmal einen raus für die 20k. Vielen, vielen Dank, Leute. Markus, der Nordfriese, ist jetzt auch seit einem Monat dabei und möchte wissen, schiebt das Eis nicht die Farbe vom Schiff und hat die Skalar eine Eisklasse? Ja, die Skalar hat Eisklasse 1A bis zu 80 cm, kommen wir durch. Und ich nehme mal schon an, dass das Eis auf Dauer auch ein bisschen den Lack abkratzt, aber das werden entsprechende Lacke sein, die das halt auch ein Stück weit abkönnen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Faktor ist. Hundertprozentig kann ich es dir jetzt aber nicht beantworten. Und Carsten schickt auch nochmal ein. Vielen, vielen Dank, Carsten. Party, man merkt, du bist mit Herzblut bei der Sache. Ja, das ist, also ich sage das immer wieder. Lass den Paddy nochmal 30 Jahre jünger sein und ich würde zur See fahren. Thomas Lehmann Fotos, auch nochmal ein vielen, vielen Dank. Er haut auch nochmal einen Glückwunsch raus. Stefan schreibt bestimmt schon mehr Zuschauer als das ZDF. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Aber wir sind trotzdem mehr als happy und super zufrieden mit dem Feedback. Christian, auch an dich vielen Dank. Super Stream und eine tolle Reise. Und Volker ist seit 7 Monaten Mitglied. Heiko jetzt auch bei uns auf dem Kanal. Herzlichen Dank dafür. Ja, so, jetzt bin ich einmal durch den Chat durch. Einmal durch den Chat. Ja, aber cool, dass wir hier ein bisschen Beleuchtung haben. Und ich werde jetzt mal checken, ob wir noch ein Käffchen haben. Dann hole ich mir nämlich auch eins. Ist noch da. So, Käffchen ist da. Anja, auch an dich vielen, vielen Dank. Und Tigers Trailers in Purple haut auch noch einen super Sticker raus. Vielen, vielen Dank. Fotografie hier. Kaffee geht immer. Absolut. Der ist auch richtig heiß. Ist ganz frisch. Klaus-Peter jetzt auch bei uns auf dem Kanal. Herzlich willkommen, Klaus-Peter. Und vielen Dank. Und Christine, auch an dich nochmal einen herzlichen Dank. Fördergrafie schreibt, in Flensburg gibt es dann auch Kaffee satt.
So, ich lege den Chat jetzt aber wieder ein bisschen zur Seite und will mich noch ein bisschen auf meinen Kaffee und die Bilder konzentrieren. Jetzt merkt man auch richtig, wie wir ein bisschen schwanken. Leichtes Rollen. Müsste man eigentlich jetzt sehen auf dem Bild. Weil der Gimbal, der gleicht das ja aus, der versucht gerade zu bleiben. Haben denn jetzt diese kurzen Rollbewegungen hier? Alleine durchs Ruder. Ach so, haben wir. Es war jetzt gar nicht mitbekommen, dass wir gedreht haben. Ja, war wohl eine kleine Kursänderung. Gar nicht mitbekommen. Aber klar, wenn man nur schnell genug fährt und sich dann in die Kurve legt. Dann hat man ein bisschen Schieflage. Ist auch immer abhängig von unserem Beladungszustand. Wenn du jetzt so wie wir schwere Container auch oben hast, dann bist du natürlich tendenziell eher kopflastig, um das mal einfach auszudrücken. Und entsprechend schnell hast du dann bei gewissen Ruderlagen auch das Gefühl, hin und her. Geht es auch um diesen GM-Wert? Genau. Ja. Also es gibt so ein, ja, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, aber der sogenannte GM drückt im Prinzip die Stabilität des Schiffes aus. Wer von euch den Chicago Express-Film gesehen hat, da der Chief Mate, der hat das einmal sehr schön erklärt mit dem GM-Wert. Ansonsten, wenn euch das interessiert, dann googelt das mal. GM-Wert, das ist halt... Ja, im Prinzip ein Stabilitätsfaktor bei Schiffen. Ja, aber da haben wir echt Glück, dass André jetzt hier ein bisschen Licht angelassen hat, denn sonst wäre das wirklich schon stockduster. Wir können ja noch mal nach hinten rausgucken. Da ist nämlich schon nicht mehr sehr viel zu sehen. Da hinten ist ein bisschen Kotka, kriegt die Kamera schon gar nicht mehr fokussiert. Und Fördegrafie weiß es ganz genau, was der GM-Wert ist.
irgendjemand hat den Eisbrecher Nordica entdeckt. Das müsste da hinten der eine helle Punkt sein. Leicht rechts über den Containern. Also ich würde vorschlagen, wir nehmen auf jeden Fall, wenn das Netz hält, den Lotsen noch mit, wenn der das Schiff verlässt. Denn diese Manöver, die liebe ich immer, finde ich immer super toll. Gerade jetzt hier auch durchs Eis. Das Lotsenboot wird bestimmt wieder etwas Licht anhaben. Ja, und bis dahin gucken wir einfach ein klein bisschen raus. Hat ja auch was Meditatives. Tobi, das Thema hatten wir eben schon. Also es wäre noch Platz für Container, aber was man ja auch immer nicht vergessen darf, ist das Gewicht. Also wir sind gut beladen, wir sind schwerer beladen als auf der Hinfahrt gestern, aber wir haben deutlich weniger Container an Bord. Also vom Tiefgang her sind wir über 8 Meter, mehr als gestern, aber gestern war halt hier direkt vor der Brücke deutlich mehr Metall. Geht der Lotse ungefähr? Südlich hier von dieser Insel. Wie weit ist das so über den Daumen? Halbe Stunde. Halbe Stunde ungefähr, okay. Ja, vielleicht sehen wir auch gleich noch den Eisbrecher, der uns da entgegenkommt. Genau, dann kann man da vorne erschießen. Ja. Also, of course, Captain, it's an option that we go das the rest of the corridor if you want. Ist der Eisbrecher. Nö. Of course, the shortest way you are straight. As long as the pilot boat can manage that.
Ja, jetzt heißt es einfach ein bisschen abwarten. Wir fahren jetzt ein klein bisschen langsamer. Rund 10 Knoten noch. Lotse wird in circa 30 Minuten abgeholt. Und wenn das Netz hält, dann nehmen wir das mit. Ja, der Eisbrecher da hinten hat auch ordentlich Beleuchtung an. Mal gucken, wie nah wir an dem vorbeifahren. Wenn das Lotsenboot kommt, dann gehen wir auch noch mal mit raus. Gucken mal, dass wir das auch noch mal so ein bisschen aus der Nähe aufnehmen. Ja, Marc, eine gute Frage. Was macht ein Eisbrecher außerhalb der Wintermonate? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob der noch andere Aufgaben hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Schiffe so ausgerüstet sind, dass sie auch andere Aufgaben übernehmen können. Aber auch das kann ich leider nicht sicher beantworten. Aber es sieht jetzt auf jeden Fall schon mal ganz cool aus mit dem Licht da hinten am Horizont. Arbeiten bei Langnese. Zwei Schiffe hat er im Schlepptau. Danke, Dr. Uhr.
Ja, schön, wenn der Eisbrecher gleich vorbeikommt, der hat ordentlich Festbeleuchtung an. Kann ich nochmal rausgehen. Also jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen gespannt auf die Beleuchtung, wenn der Eisbrecher gleich vorbeikommt. So weit weg ist er nicht mehr. Gleich wird's taghell, wenn der Eisbrecher an uns vorbeifährt. Sonnenbrille aufsetzen. Ach, Dr. O hat es mal rausgesucht. Der Eisbrecher Nordica war im Sommer zum Beispiel auch als Hochseeschlepper für den Küstenschutz eingesetzt, also ähnlich wie die Nordic. Ich ziehe mir mal schnell die Jacke an und dann gehe ich gleich nochmal raus, damit wir nochmal ein klares Bild haben. So, ist ein bisschen lauter, aber dafür haben wir freie Sicht. Hohoho, ist das schon wieder cool. Etwas windiger als gestern, aber ich stehe hier leicht im Windschatten von der Nock. Boah, der hat aber echt Festbeleuchtung an. Mal gucken, ob ich gleich noch ein Foto hinbekomme.
was für eine Beleuchtung. Ja, stimmt, das sieht so ein bisschen aus wie bei diesen Ice Road Truckern. So, kann ich mal ein Horn haben? Mega! Sensationell! Ja, und im Schlepptau. Ich weiß gar nicht, welches Schiff das war vorne. War das die Emma? Oder kommt die Emma dahinter? Man wird immer wieder überrascht. Ich dachte, auch wir fahren hier ins Dunkle rein und es wird eher so düster, düster. Aber dass wir hier noch mit so einer Eisbrecherkolonne überrascht werden. Wow. Ach, das ist die Baltic Merchant und die Emma kommt dahinter. Emma hat ein bisschen mehr Beleuchtung an. Ja, die hat aber auch ordentlich Lampen an. Also da sieht man auch, wie die Beleuchtung vorne ordentlich das Eis beleuchtet. Da hinten sehen wir am Himmel sogar noch ein bisschen Lichtreflexion von Kotka. Cool, richtig cool. Ich gehe jetzt noch mal kurz rein. Weil so lange dauert das, glaube ich, mit dem Lots nicht mehr, bis der von Bord geht. Ja, die Container bilden übrigens obendrauf auch schon so eine ganz leichte Schnee-Eisschicht. Ich glaube, das kann man auf dem Videobild ganz gut sehen, oder? Okay, einmal anstellen.
Kanto war mit. Well, ist das links schon der Lotse? Wo denn? Auf dem Radar. Das Dreieck. Das hier? Ja. Das ist hier diese Insel und dann. Da kommt der Lotse dann aus dem Windschatten quasi. Ja, das haben wir ja gestern auch schon gesehen. Der Lotse, der wartet und fährt dann also wirklich nur die kürzeste Strecke. Aber das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Man merkt auch an den Vibrationen, dass wir wieder etwas schneller geworden sind. 16 Knoten. Ja, Marc, heute haben wir mal eine ordentliche Geschwindigkeit drauf. Gestern war das ein bisschen bummelig, weil wir einfach noch nicht ans Terminal konnten. Und deshalb sind wir also gestern echt eine ganze Zeit mit nur 10 Knoten gefahren. Ist gut für die Nachtruhe. I have a little gift for you. This is our own coffee from our YouTube channel, and on the back you have the address of our YouTube channel. It's coffee. Okay, thank you. Yeah. Right. You're welcome. Thank you very much. I hope you have some space. Yeah, I have. Thank you. Ja, der Lotse macht sich schon langsam bereit, das heißt, ich mache mich auch bereit. Denn das geht dann immer alles sehr flott. Geht der Steuerbord der Lotse, André? Ja, Steuerbord. Steuerbord. Ich werde euch gleich mit rausnehmen. Lotse kommt Steuerbord.
werde ein bisschen eher runtergehen, damit wir dann nochmal schön das miterleben können mit dem Lotsenboot durchs Eis. Aber einen kleinen Moment haben wir noch. Ist auch schon das Licht an der Lotsenleiter. Und heute hält das Netz auch. Aber lieber nicht drüber sprechen. Marc, da könntest du recht haben, wenn das Lotsenboot wieder ordentlich Beleuchtung anhaut oder anmacht, das könnte nochmal spektakulär werden vom Bild. Nö, Mirko, ich will überhaupt nicht ins Bett. Also von mir aus könnte ich noch die ganze Zeit durchstreamen, aber macht ja auch irgendwie wenig Sinn, wenn gleich nichts mehr passiert und wir ins Dunkle fahren. Und außerdem, irgendwann wird das Netz leider weg sein. Das ist leider die Realität. Zeit zum Schlafen hat man an Bord übrigens genug, nur immer zu den falschen Uhrzeiten. Wobei heute Nacht habe ich echt super geschlafen, denn das haben ja einige, also die meisten von euch haben das ja mitbekommen, dass gestern glaube ich, rund 22 Uhr plötzlich das Licht ausging und die in Kotka aufgehört haben zu arbeiten. Also am Terminal war die ganze Nacht Ruhe, die haben erst heute Morgen um 6 wieder angefangen, aber keine Maschine, kein Laden vom Terminal, also es war schon ein bisschen spooky. Man hatte ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas kaputt ist. Werner schlägt vor, das Lotsenboot von oben. Ja, von oben. Ja, was da machen wir denn? Lotsenboot von oben oder mit runter? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ich würde sonst mit runter gehen. Das ist schön, wenn ihr es von oben wollt. Das ist für mich bequemer und wärmer. Brauche ich nicht wieder die 84 Stufen gehen. Die Community möchte, dass wir es von oben filmen, das Boot. Ja. Entspannter für dich. Ja. Wir machen das von hier oben. Ich gehe dann raus.
Ja, gestern waren wir ja ganz nah dran. Also, wer das nicht gesehen hat, gestern haben wir den Lotsen unten in Empfang genommen. Das war auch spektakulär. Und dann haben wir halt einmal Eislotse von unten und einmal Eislotse von oben. Heute Morgen um 6 ungefähr haben die angefangen dann zu laden. Gestern haben die, glaube ich, irgendwie gefühlt 5 Container bewegt und das war's. Und dann haben die, ja, gestern, heute Morgen so gegen 6 Uhr, meine ich, angefangen. Oh, André schreit, ich soll rüberkommen. Ja. Wie ist denn das eigentlich mit dem Lack vom Schiff? Steckt der das problemlos weg oder merkt man das schon, wenn man ein paar Mal hier gefahren ist in dem Gebiet? Das merkt man. Ja. Zwischendurch, wenn es mal, das kann man jetzt schlecht sehen, aber dann sieht man dann ach, da raus, sieht man dann auch, dass sich das Anti-Fouling so ein bisschen ablöst. Ach, da gehe ich doch nochmal raus, da haben wir noch ein schönes, klares Bild. Ist doch gut, wenn der Captain dir Bescheid sagt, wenn es was zu sehen gibt. Schon beeindruckend, oder? Es reizt mich ja auszuprobieren, ob ich da drüber laufen kann. Bin ich mal gespannt, wie das Lotsenboot gleich da durchkommt. Also man merkt jetzt auch richtig, wie das Schiff eine andere Vibration hat. Also irgendwie so eine längere Welle irgendwie. Also das Eis macht dem Schiff jetzt doch schon ein klein bisschen mehr zu schaffen. Also nicht zu schaffen, aber man spürt es. Also ist eine andere Vibration jetzt. Schaukelt auch. Schaukelt so ein bisschen.
Der helle Punkt, das müsste schon das Lotsenboot sein, ja. Oder? Ja, ich muss raus, das sind hier zu viele Spiegelungen. Das können wir ja so nicht durchgehen lassen. Richtig cool. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also gestern zum ersten Mal, aber ich bin vorher noch nie mit einem Schiff durch Eis gefahren. Irgendwie war ich immer da unterwegs, wo gutes Wetter war. Außer mit der Chicago Express 3 Tage vor New York, da hatten wir ein bisschen Sturm, aber sonst hatte ich eigentlich immer verhältnismäßig gutes Wetter. Das sind schon ordentliche Platten hier. Also hier hängt das Eis doch ganz gut zusammen. Lotse kommt immer näher. Fährt das Lotsenboot eigentlich? Könnt ihr mal nachschauen auf dem Vesselfinder? Oder wartet das einfach nur auf uns, so wie gestern? Ja, wo ihr alle über Temperatur sprecht, das Schöne ist natürlich an dieser Geschichte, ich stehe jetzt hier draußen auf der Brückennock. Natürlich ist es hier ein bisschen kalt, aber ich kann jederzeit reingehen. Also es ist eigentlich eine verhältnismäßig komfortable Situation. Denn wenn man aufgewärmt ist und dann vielleicht mal für eine Viertelstunde rausgeht, dann steckt man das eigentlich ganz gut weg. Ah, Lotse fährt etwa 5 Knoten. Aber jetzt fährt er nicht mehr direkt auf uns zu. Ich glaube, er hat jetzt schon so gedreht, dass er gleich mit uns mitfahren kann, denn ja, man sieht es auch, der Lichtstrahl, oder haben die da so einen Suchscheinwerfer? Ne, jetzt ist er wieder heller, ja, warten wir einfach ab. Ja, das Seitenfenster, das könnte ich auch nehmen zum Filmen, aber das sind wieder 24 Schrauben, die ich erst lösen muss. Ne, das geht schon hier auf der Nock. Also ist okay, alles gut. Tanja möchte wissen, ob André auch Trauung vornehmen darf. Können wir ihn gleich mal fragen? Wenn ich müsste mich gleich noch mal dran erinnern. Tanja, möchtest du mich noch mal heiraten? Vielleicht an Bord von einem Frachter von Captain André. Das wäre aber schon ganz schön romantisch. Ja, Lotse kommt langsam näher.
Ob das rechtlich geht mit so einer Trauung, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, denn wir sind ja schon verheiratet. Und wenn das nur symbolisch ist, wird mir das schon vollkommen reichen. Alexander haut auch nochmal was per PayPal raus. Vielen, vielen Dank. Dr. O auch nochmal, aber geht jetzt schon wieder so schnell hier mit dem Chat. Habe jetzt leider das zweite Handy nicht. Doch, ich habe es in der Hosentasche, aber ich habe den Chat nicht drauf. Ich möchte gleich noch gucken, dass ich noch ein Foto hinbekomme, wenn der Lotse versetzt wird. Auf jeden Fall hat er schon ganz gut Beleuchtung an. Remo, vielen, vielen Dank. So, ich glaube, wir werden noch mal ein bisschen langsamer für das Lotsenboot. Das wartet da auch völlig entspannt. Das macht wirklich keinen Meter zu viel. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie faszinierend das ist, das jetzt auch mit eigenen Augen zu sehen. Ich hoffe, dass die Stimmung so ein klein bisschen rüberkommt, aber mir weht so ein ganz, ganz lauer, kalter Wind um die Nase, aber nicht unangenehm, nicht so, dass man jetzt gleich total friert. Und dann, also man merkt richtig so, es ist so eine trockene Kälte, dann dieses Eis da unten. Das Bullern der Maschine und jetzt einfach dieses Bild dazu mit dem Lotsen. Oh. Gleich sind wir da. Die Jungs unten haben auch noch mal so einen Scheinwerfer. Der setzt sich echt noch nicht in Bewegung. Will der Lotse da gleich rüberlaufen? Ah, jetzt geht's los. Jetzt fährt das Boot.
Nilsi feiert die gute Verbindung. Ja, die feiere ich heute auch. Mensch, das war gestern ja wirklich ätzend. Und heute steht die Verbindung wie eine Eins. Ja, wahrscheinlich bin ich wieder im russischen Netz gelandet. Das funktioniert einfach besser als das finnische. Oh, der muss aber kämpfen, oder? Das Lotsenboot kämpft aber richtig. Da eine dicke Eisscholle direkt vor der Nase. Der hat richtig zu kämpfen. Vielen, vielen Dank auch weiterhin für eure Unterstützung. Ich sehe das hier immer, dass noch Mitgliedschaften verschenkt wurden und dass ihr auch spendet. Ganz, ganz lieben Dank für eure Unterstützung. Wahnsinnsbilder, oder? Boah, ist das nicht cool? Ich hoffe, dass es halbwegs passt mit der Qualität. Die Zoom-Kamera ist ja nicht ganz so gut. Aber ich hoffe, es kommt ganz gut bei euch an. Ich glaube, es ist ein bisschen verrauscht, aber geht schon. Ja, und ab geht's nach Hause für den Lotsen. So, die nehmen auch mal ein bisschen Anlauf. Und ja, Licht aus. Boah, toll. Richtig toll. Endstufe. Ja, der hatte eben einmal richtig zu kämpfen, aber jetzt geht's. Ja, das, ihr schreibt es absolut richtig. Die haben natürlich Übung mit solchen Verhältnissen. Das ist ja, für mich ist das ist ja Packeis hier. Die Finnen lachen wahrscheinlich über das, was hier an Eis ist. Ja, weg ist er, der Lotse.
stelle euch hier nochmal hin. Ja, das war doch toll, oder? Also ich finde, da haben wir einen richtig guten Abschluss. Ach, herrlich, das freut mich. Das freut mich richtig. Ja, Mensch, ihr Lieben. Wie geht's weiter? Wir fahren jetzt die Nacht durch. Wir fahren morgen den ganzen Tag durch. Übermorgen fahren wir auch ein großes Stück noch und kommen dann übermorgen hoffentlich so um bei 16, 17 Uhr in Kiel-Holtenau an. Ich hoffe, dass es dabei bleibt, dass wir den Zeitplan einhalten. Morgen wird es keinen Stream geben, das glaube ich nicht, dass wir irgendwo in einem Gebiet sind, wo ich ein gutes Netz habe. Ja, deshalb morgen definitiv mal etwas Pause, aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich das mit der Schleuse in Kiel-Holtenau nicht verschiebt, denn dann hätten wir wirklich eine schöne Zeit, eine Uhrzeit, vielleicht, wenn wir ein bisschen Glück haben. Ich glaube, bei euch in Deutschland ist relativ gutes Wetter, vielleicht hält sich das und wir bekommen sogar so ein bisschen Sonnenuntergang. Aber ich sag mal, wir wollen ja nicht zu viel, oder? Hier kam noch irgendwas über den Funk. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, das ist so das Programm. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich... Ach so, jetzt ist noch... Ja, das Thema Hochzeit müssen wir noch klären. André, meine Frau fragt, ob du trauen darfst an Bord. Nee, tatsächlich nicht. Darfst du nicht? Nee. Also wenn dann nur so eine Scheinehe... Das dürfen... Also auf... Was ist das denn? Ich glaube, Malta. Die Flagge, die TUI führt. Da dürfen Kapitäne Ehen schließen und die sind auch anerkannt. Ist flaggenabhängig. Ja, genau. Also, wenn dann nur zum Schein. Geht leider nicht. Ja, ihr Lieben, ich glaube, haben wir wieder einen richtig schönen Stream gehabt. Also mir hat es richtig gut gefallen. Und ja, ich verabschiede mich dann so langsam in tja, morgen Pause. Fühlt sich auch irgendwie komisch an. Irgendwie so ein bisschen, ja, man hat sich dran gewöhnt, irgendwie jeden Tag zu streamen. Ne? Aber irgendwann müssen wir ja auch wieder zurück in die Normalität. Deshalb also morgen erstmal Pause. Ja, also, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Ich drehe die Kamera noch einmal um. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen Licht erwischen. Hier hinten ist ein bisschen Licht. Vielleicht funktioniert das. So. Ja, hier geht's. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt, dass ihr uns im Chat unterstützt habt, dass ihr ordentlich alle mitgemacht habt, dass ihr mitgefiebert habt, dass ihr uns so wahnsinnig viel unterstützt habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr glaubt gar nicht, wie sensationell wir das finden, wie viel uns das bedeutet. Ich hoffe, dass wir das auch alles entsprechend mit Inhalten, mit Streams, mit Bildern honorieren. Und ja, ich hoffe, dass das irgendwie alles noch lange so weitergeht. Also es ist gerade irgendwie einfach nur schön. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, haut euch hin und ich hoffe, dass wir uns dann spätestens übermorgen in Kiel-Holtenau bzw. kurz davor sehen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.